Hier ist Keksmaschine. Ich bin die Melli. Hier ist Hamsterblau. Und ihr seid in der Skyworld. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird wieder eine Farm gebaut. Deswegen bin ich wieder da. Ja, weil es wird wieder was mit Redstone sein. Melli und Redstone, das sind zwei Paar Schuhe, die nicht zusammenpassen. Wie Stöckelschuhe und Turnschuhe, die man versucht anzuziehen. Das ist ein toller Vergleich. Ja, ne? Ist mir gerade so spontan eingefallen. Okay, ich bin der Turnschuh, du bist der Stöckelschuh, weil ich und Stöckelschuh passen nicht so gut zusammen. Obwohl Männer auch ganz gut in diesen Dingern laufen können. Nicht alle Männer, ich hab's probiert. Okay. Okay, also, wir wollten eine Farm bauen. So, und Susi, was machst du im Hintergrund? Ich baue das Lager. Ja, du baust nicht das Lager, du träumst einfach nur um, was ich schon im Off fertig für dich gemacht habe. So, wir brauchen, du hast gesagt, 6, also das heißt, ich muss die Umrandung mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann. Habe ich mich jetzt verzählt? Ja, du wolltest auf 6 Steine breit die Farm machen, das so. Heißt. In der Mitte muss 6 frei sein, ne? 1, 3, 4, 5, 6 und da kommt dann die Rand. Ganz genau. So, 1, 2, ja, mach mal so hoch, oder? Ich würde es ein bisschen höher machen. Was weil ist? Wir brauchen unterste Ebene ist dann der Seetank. Auf dem zweiten Block ist dann der Kolben, der das dann aberntet. Und dann 1, 2, 3 auf der dritten Höhe, vielleicht auch auf der vierten Höhe. Also wenn du jetzt noch eins höher gehst, dann wäre es, glaube ich, ideal, dass wir dann auf der Höhe, wo du gerade draufstehst, die Beobachter machen. Okay, warte, dann kann ich ja eben den Rand machen. Warte, ich mache noch eben ein Block hier drauf. Dann kann ich rüber jumpen, weil ich habe nämlich gerade vergessen, dass ich ja in der Aufnahme bin und bin geflogen. Ich habe gerade ein Phantom gehört. Nee, ernsthaft? Dachte ja, ich zumindest. Ja, hast du. Ich gehe mal kurz ins Bett, ich habe Angst. Als wenn die was tun, außer dich runterschubsen. Aber das haben die bei mir letztens auch. Da bin ich, hab ich mich eingeloggt und in dem Moment kam ein Phantom und hab mich runtergeschubst. Oh. Ja, das war so. Ja, das war richtig gemein. So, ja, dann machen wir das in die Umrandung mit rein. So, ne? So, so, so. Also sagt es ja mit Dingens und hier hinter will ich dann das hier bauen. So, als Rückwand. So. Ne? Okay, aber warum machst du jetzt, oder hattest du jetzt die Cobblestones hier dran gemacht? Ja, warum denn nicht? Weil davor kommt ja auch noch was, oder nicht? Oder muss das ein davor? Schau mal, also ich dachte, du machst jetzt hier den Rahmen und hier innen drin, in diesem Rahmen, ist dann der Seetank. Ja, ist doch. Dafür sind doch die Cobblestones da. Achso, du wolltest es nochmal eins höher machen. Das heißt, auf dieser Höhe hier ist dann nichts. Dann kommt hier auf dieser Höhe die Kolben. Ja. Eins, zwei und dann auf der dritten, also da, wo ich es gerade hingemacht habe, da kommen dann die Beobachter hin. Ja, so ungefähr. Und dann muss ich das halt noch verkleiden. Damit man hinterher die Kolben alles nicht sieht. Ja gut, okay, das kann man ja dann hinterher noch machen, ne? Ja. Dann gib mir mal bitte die Kolben und setze, oder du setzt sie hier drauf, hier so auf das Dingens. Warte. Oh, das war jetzt rückwärts laufen, ich wollte shiften. Genau. Oh. Ich sehe nichts. Ja, der ist ja auch nicht da gelandet, wo er sollte. Ah, okay. Ne, sagen wir es mal so, ne? Es fehlt mir einer. Einer weg. Ach, oh. Jetzt weißt du, was passiert ist. Oh, keine Ahnung. So, jetzt muss ich mich mal eben hochbauen. Weil jetzt muss ich ja wieder das, ne? Genau, dann kannst du das machen. Habt ihr zufälligerweise Glowstone? Weil das würde nicht schlecht aussehen, wenn man hier, zum Beispiel hier auf den zweiten, da, ja, und von der anderen Seite auch auf den zweiten, einen Glowstone hinmacht.
Für Licht und so, damit der auch nachts den wachsen kann. Dann Seetang. Kannst du... Oh, das war der falsche. Soll ich kurz im Lager gucken? Ja, ein bisschen Glowstone haben wir. Aber wo? Da, wo der Redstone drin ist. Nein, da ist nichts. Doch. Ich dachte, ich hätte vorhin was in der Netherkiste gesehen. Ja. Dass da Staub drin ist. Das ist Lohnstaub. Nein, was? Da ist auch Glowstone. Das ist aber nur Staub. Oh, ja gut, hier steht Leuchtsteinstaub. Ach, Leuchtstein... Oh, das ist aber blöd übersetzt. Okay. Ja, da kann ich ja nichts für. Ja, ist ja kein Ding. Wir brauchen 2, also nehmen wir davon 8. Ich hoffe, ich baue die gerade richtig dahin. Und dann machen wir das so und so. Und haben jetzt 2 Leuchtstein. Das hört sich richtig komisch an, aber gut, okay. Warum guckt er jetzt mit dem Gesicht in die andere Richtung? Ist das richtig? Das ist doch eigentlich gar nicht richtig. Nee, der muss nach vorne gucken, also in dem Bereich, wo das Wasser dann sein wird. Das heißt... Oh, ja, ist gerade andersrum. Ja, siehst du, habe ich mir noch fast gedacht, aber ist doch irgendwas... Wie soll ich dir denn bitte andersrum setzen? Wie geht denn das? Ja, von der anderen Seite rein. Ach, das ist doof. Jetzt muss ich die Scheiße... Kann ich wissen. Sollen wir den Glowstone direkt über die Kolben machen oder direkt unter die Beobachter? Mach unter die Beobachter. Ich hätte jetzt Kolben. Hä? So, wo sind meine... Hier. Ach, die sind da unten. Na, toll. Jetzt hast du 2 von meinen Beobachtern bei dir. Hab ich? Ja, hast du. Nö, ich hab 2 Schwarzsteine. Nein, da lagen gerade... Boah, jetzt bin ich runtergefallen. Ich sag zu dir, jetzt habe ich sie aufgenommen. Ah, waren auf der anderen Seite. Ja, gut, okay. So, aber, nächster Versuch. Es fängt doch schon nochmal recht gut an. Ja. So. Ja, jetzt passt es. Sehr gut. Wir sagen jetzt mal nichts dazu, ne? Ich weiß von nichts. Okay, du hast nichts gesehen. So, das heißt, wir machen dann das hier. So, achso, nee, wolltest du das aus Schwarzstein machen? Weil wir brauchen hier volle Blöcke direkt an den Kolben. Die Umrandung sollte Schwarzstein hier sein, ja. Oh, okay. Ja, weil wir brauchen volle Blöcke, um das Redstone-Signal, dass wir oben auch. Ich verkleide das mit Redstone. Ach so, du verkleidest es. Okay, ja, dann ist alles okay. Moment mal, dann muss ich jetzt mal kurz mal noch 1 höher. Oder 2 höher. Weil wir brauchen ja hier ja auch noch das Ding. Und jetzt, wie konnte man das jetzt am besten runtersetzen? Ich glaube mit Stufen, dass man das dann so macht. Ich probiere es jetzt gerade einfach mal aus. Ich habe gerade keine Ahnung. Ja. Wie abgezählt. Perfekt. So. Ich hab auch noch, ne? Das weißt du. Okay, ja. Wir müssen jetzt gerade nur schauen, ob jetzt etwas passiert, wenn etwas vor dem Beobachter passiert. Moment mal. Ich pack mal kurz ein Ding dahin. Nee. Da passierte nichts. Nö, nix. Nada, niente. Aber das Redstone leuchtet auch noch nicht mal. Okay, da passt dann etwas nicht. Kannst du irgendwas vor dem Beobachter mal hin tun? Einen Stein zum Beispiel? Dann gucke ich hier hinten drauf. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber hier läuft ein Pigman durch unser Haus. Das macht er schon die ganze Zeit. Nee, den habe ich vorhin getötet. Also, den einen Pigman. Ja, aber da kommen immer wieder welche durch das Portal. Ja. Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich das dann umgebaut bekomme. Dann machen wir das so und runterfallen. Okay, dann
leiten wir das Redstone-Signal ein bisschen anders rundherum. Um immer dieses sich verbauen, das ist nervig. Was soll ich dazu sagen? So, wir erinnern uns nur an meine Hühnerfarm, ne? Ich weiß von nichts. So, jetzt bräuchte ich noch zwei Redstone. Oder kannst du hier die zwei Redstone dran machen, wo es noch fehlt? Warte, dann geh mal weg da. Hier direkt vor mir. Genau. Da und da? Genau, weil jetzt müsste etwas passieren. Moment, bleib mal hinten. Wobei... es leuchtet aber, oder? Da hat es gerade... jetzt. Okay. Wieso leuchtet es nicht auf der anderen Seite? Was leuchtet? Weil man auf der anderen Seite auch noch die so eine Treppe bauen muss, wie auf der Seite. Oh, das wird aber sehr weit hier reingehen. Ja, ich glaube, wir müssen das Ganze dann noch um eins. Ein, zwei Blöcke nach vorne schieben. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir das ganze Quatsch nochmal ab, schieben es nach vorne und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir so weit sind, bis wir auf diesem Stand sind. Genau, dann machen wir das so. Bis gleich. Bis gleich. Weiter. So, wir haben es jetzt ein bisschen versetzt. Es funktioniert auch, Gott sei Dank. Ja, ich muss das hinterher nur ein bisschen verkleiden, weil ne, so kann es nicht bleiben, das sieht doof aus. Den Stein können wir wegmachen, aber ansonsten den Rest kannst du dann verkleiden, wie du möchtest. Oh, das ist egal, ob als Clown oder Vampir oder was auch immer. Nee, also Clown mag ich gar nicht. Wenn dann nämlich Hexen und Zauberer, die sehen schöner aus. So. Kannst du natürlich auch als Hufflepuff-Schüler verkleiden. Ja, dann müsste ich aber gelb haben. Habe ich aber jetzt nicht. Okay, vielleicht ein andermal. Ja, genau. So, ich habe eins, was ich jetzt vergessen habe, ist das Glas. Okay, dann hol mal das Glas. Ich bin jetzt am Verkleiden und ich denke mal, da müsste ja dann... Wie? Was ist denn los? Ich habe einen Rahmen anstatt an die Kiste in die Lücke gemacht. Ernsthaft? Ja, Kunst ist Kunst. Echt, wie ich das gemacht habe. Ja, das ist echt faszinierend, wie du das gemacht hast. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Oh, Melli. Was? Wir müssten die obere Kante noch mal ein bisschen weiter nach oben versetzen, weil ansonsten kriegen wir den Wasserabtransport nicht hin. Okay. Ich klebe wieder nach oben. Ja, oder... hast du das Glas dabei oder muss man das erst noch holen? Das musst du erst noch holen. Okay, dann mach du da oben einfach den Rahmen frei und ich hole das Glas. Dann können wir das vorne gleich dran kleben. Weil dann haben wir einen besseren Überblick mit so Dimensionen und so. Und ja, du weißt, ne? Ja, wegen der Sicherheit. Genau. Hallöchen, Frau Keks. Hallöchen. Oh mein Gott. Ah, hier. Unten. Ja. Naja, die ist ja da fleißig am... Ja, ich war nur die vorige Ordnung gewöhnt, wo ich auch nur, sagen wir mal, 5% verstanden und entdeckt habe. Und jetzt wird es umgeräumt. Ja. Ja. Dann kann ich ja die 5% ja auch jetzt wieder vergessen. Und ich habe gleich keine Steine mehr. Auch noch Schwarzstein. Okay. Ja. Dann muss ich trotzdem. Machen wir jetzt hier vorne erstmal das Glas ran. Hast du jetzt. Hä? Hast du eventuell jetzt glatten Stein aufgesammelt? Nee. Ich habe nur Bruchsteinglas und Bruchsteinstufen. Ich habe nichts aufgesammelt. Komisch. Hier. Sehr komisch. Ich gehe mal eben kurz ein bisschen Schwarzstein noch holen, weil irgendwie. Ist mir das ausgegangen? Meine Güte, renn doch mal. So, tak, 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 tak. Hallo, Pigman. Tschüss, Pigman. So. So, euch kann ich brauchen. In welche Richtung soll es denn fließen?
nachher. Das ist eigentlich vollkommen... Also wo möchtest du die Kiste haben? Das ist eigentlich egal. Guck, wo am besten Platz ist. Okay. Entweder hier oder da. Also nach hinten raus hätten wir ein bisschen mehr Platz. Dann machen wir es nach hinten raus. Ist, glaube ich, ein bisschen geschickter. Die Wassereimer hast du? Die habe ich noch, ja, ja. Ich habe eben gerade ein bisschen Stein geholt. Okay. Aber jetzt darf ich mich wieder hochbauen, weil sonst komme ich da oben nicht hin. So. Bambus habt ihr noch nicht erangeln können oder ertraden, oder? Nein. Bambus haben wir, das Glück hatten wir noch nicht, aber eine Nautilus. Ich hatte Scherben, hatte ich gesammelt, beziehungsweise bekommen, aber die sind dann dank meines Abfluges ins Void. Und die weg. Das, da waren sie dann weg. So, und hier drüber muss ich jetzt, also hier drüber muss ich jetzt die Reihe machen, ne? Warte, warte, warte. Hier oben erstmal noch ein bisschen offen lassen, weil... halt! Den habe ich extra freigelassen. Warum machst du sowas? Irgendwo muss doch der Wasserstrom hinfließen, oder? Oh. Hi. Hallo. Melli im Aquarium, im trockenen Aquarium. Ja. Jo. Da wo sie rein. Lalala, war nichts passiert, genau. Genau. So, jetzt schau mal hierher. So. Die Beobachter müssen auch noch im Wasser sein, da muss dauerhaft Wasser sein, ja, damit das Kelp bis dahin auf jeden Fall fließen kann. Und die Steinreihe über den Beobachtern, da muss dann der Wasserstrom sein, der dann das Kelp abtransportiert bis hierher. Und hier über diese Kante hinaus, damit das Kelp dann hier runter fliegt, könnte man sagen, da kann ruhig Luft bleiben. Und hier können wir die Truhe, wollte ich schon sagen, den Trichter hinmachen und dann die Truhe zum Beispiel so, und wenn dann der Trichter hier so reinschaut. Oder wir machen es wie bei der Eisenfarm, Truhe und Trichter oben drauf. Das war kein Trichter. Es war definitiv kein Trichter. So. Genau, so könnte man das machen. Und dann könnte man das dann auch noch irgendwie umrahmen, umranden, wie auch immer. Weil ich nehme mal ganz stark an, hier möchtest du ja auch noch was dran setzen, damit das Glas nicht so frei steht, ne? Ja, sowas hier. Genau, das sieht doch toll aus. Ja, aber jetzt ist das ganze Ding komplett in Schwarz, ne? Naja, aber es macht ja nichts, oder? Naja, aber ich brauche gleich noch ein paar von diesen Mauern. Naja, wobei, theoretisch könntest du auch irgendwann einmal vielleicht eine Sorte austauschen, wie jetzt zum Beispiel hier die Mäuerchen, dass du da vielleicht andere Mäuerchen machst oder so, wenn du eine weitere Farbe rein möchtest. Ja, werde ich mal gucken. Okay. So. Habe ich jetzt erstmal. Achso, gibst du mir bitte die Wassereimer? Eins. Drei. Dankeschön. Ich habe oben eine Kiste gemacht, da ist ein komischer getrockneter Seetang drin. Ja, ja, das Brennmaterial soll eh oben bleiben, ne? Ich habe den bei den Öfen oben, habe ich eine Kiste hingestellt. Okay. Okay. Weil dann ist das viel einfacher, weil das ja eh dahin gehört. Ja, ja. Der Seetang ist ja extra dafür da, dass wir da den zum Brennen bringen. Was? Da stand ein Pigman. Ach so. 5, 6, 7. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Schild oder sowas. Achso, hier, wo der Seetang runterfliegt, möchtest du das auch mit Glas machen, oder? Warum? Ja, damit man sieht, wie der Seetang da runterfliegt. Ich weiß nicht. Wir brauchen auf jeden Fall irgendetwas, um hier ein Schild dran zu machen. Weil ansonsten fließt das Wasser runter bis auf den Trichter. Ist das nicht Sinn und Zweck? Nein, weil dann hast du da unten Überschwemmung. Ja, dann mach doch einen Block. Der Seetang sollte hier durch die Luft runterfliegen. Dann nicht durchs Wasser runtergespült werden. Dann mach doch, warte, komme ich da dran? Nein, einen höher. Dann komme ich da oben dran. Zack. Genau, so könnte man das auch machen. So, und dann muss ich ja eh hier runter. Also von daher. Die Bücher versetze ich auch, ne?
Ja, ja. So. Genau, das ist eine Idee. Ein Schild hast du zufälligerweise nicht auf der Hand, oder? Nee, aber... Dann hole ich eins. Das habe ich jetzt nicht, weil du ja nicht... Ja, ich daran hatte ich vorhin nicht gedacht. Das ist mir gerade erst so wieder in den Sinn gekommen. Ach Mist, da war ja was. Weil das Wasser fließt ja bis 8 Blöcke weit. Und wir haben da oben eine Breite von 7. Ja, das heißt ein Block zu wenig. So gesehen, ja. Okay. So, ich höre was grunzen, was mir nicht so gefällt, aber egal. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. So, dann haben wir das, das, das. Braucht man noch mehr? Ich glaube, nein. Ich nehme mal zur Sicherheit noch ein bisschen mehr Wasser mit. Macht was. Da müssen wir nicht so viel hin und her und Heckmeck machen mit unendliche Wasserquelle, aufpassen, wie man es setzt und so weiter. Ja, ja. So. Passt schon, passt schon, passt schon. So, und jetzt ist etwas, was ich im Real Life nie hinbekommen würde. Ich trage 10 Eimer Wasser gleichzeitig. Ja. Ich habe ja manchmal schon Probleme mit einer normalen Gießkanne. Aber gut, okay, das muss ja keiner wissen. Nö, das behalten wir mal schön für uns. So. Genau, genau. Guck mal, so. Hab ich das nicht schön fast? Das sieht doch sehr gut aus. Hallo? Wieso Halbstufen? Ich habe doch ganzen Blöcke. So, na bitte, geht doch so. Ich muss mich nur mal kurz wieder hochbauen. Noch ein bisschen. So. Zack, dann machen wir jetzt hier das Schild dran. So und so. Au, oh, das sieht blöd aus. Ich lasse es weg. Was hast du gemacht? Nix. So. Dann machen wir hier noch so eins. Und jetzt. Jetzt werden die Kolben sicherlich gleich halt eben durchdrehen, weil ich hier Wasser setze. Aber. Brauchen wir Leder oben? Was? Brauchen wir das Leder oben? Wie oft brauchen wir Leder? Nicht oft. Siehst du? Naja, für Bücherquaften vielleicht. Ja, da kann ich auch Bücherregale kaufen und mach die kaputt und hab auch das Bücher. Das ist doch einfacher. Aber dieser Glasblock, der triggert mich da hinten. Ja, da. Ja. Sushi, du hast doch Behutsamkeit, ne? Einen Moment, ich komme gleich. Ja. Ja, wir müssen das ja nicht unbedingt kaputt machen. Nee. So, und jetzt werde ich die Kolben nochmal ein bisschen triggern, weil wir müssen jetzt hier was hinbauen, damit wir einen Wasserstrom hinbekommen, dann auf dem Wasser ist. Ist ein bisschen unlogisch, aber für Minecraft ist es logisch. Ja, wir was? Da oben, siehst du das? Genau. Der eine über dem Mäuerchen. So. Genau, und da müssen wir jetzt noch irgendetwas hinbauen. Ja. Ein Mäuerchen zum Beispiel. Hast du? Was habe ich? Hast du Mäuerchen? Einen habe ich noch, ja. Okay. Das ist dann wie abgezählt. Perfekt. Ja. Weil, wenn wir jetzt diese Halbstufen hier unten abbauen... Braucht ihr das Glas? Nee, ich habe noch ein bisschen Glas, aber mit Glas arbeiten wir jetzt, glaub, nicht mehr. Jetzt haben wir alles hier. So. Einzige, was jetzt halt eben noch sehr gut wäre, ist, wenn wir hier jetzt noch irgendwie so... Ernsthaft? Eine Bremse drin hätten. Was? Seht ihr, was der da drauf geschrieben hat? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Steht Knuddel dich drauf. Was? Wer schreibt denn sowas? Ja, du. Nein, ich doch nicht. Also, ey, Golem, wie wär's, wenn du mal weiterläufst und nicht stecken bleibst? Er hört nicht. Er hört nicht. Man schiebt ihn.
Geht nicht, ich bin da. Ach, da hinten, den meinst du? Ja, gut, okay. Das wird schon noch kommen. So, ich habe mal den Seetang unten reingeflatscht. Und jetzt guck mal, ich habe zum Glück noch einen übrig. Aber guck mal, was passiert. Okay, ich sollte den richtig reinschmeißen. Tada. Der sinkt meistens runter, aber die schwimmen ja auf, die Items. Geh mal nicht so nah daran, ansonsten sammelst du das auf. Wir müssen ja schauen, dass... Ach so, Mist, die Blöcke sind ja noch nicht voll. Der Seetang muss erst wachsen. Oh, ich doof. Ich hole mal kurz noch ein bisschen mehr Seetang, dass wir hier das komplett auffüllen, weil nur bei vollen Wasserblöcken schwimmen die Items hoch und dann werden sie von dem Wasserstrom erfasst und können dann bis hier vorne rangehen. Wir bräuchten jetzt noch irgendetwas, wo wir auf diese Höhe von dem Schild noch dran machen könnten. Was willst du denn da noch dran machen? Ja, weil wenn wir nicht sowas dran machen, dann schießen die Items eventuell raus und werden nicht vom Trichter erfasst. Darf ich den dran setzen? Oh, jetzt komme ich da nicht runter. Komm mal da, wo ich drauf stand und kannst es an das Schild ranbauen. Genau, also mindestens das eine bräuchten wir, weil ansonsten könnten die Items da rausfließen und nicht im Trichter landen, weil wir wollen sie ja im Trichter haben. Hier fehlt mir auch noch Mauern, aber ich werde mal eben Mauern. Ups. So. Boah, das wird eine lange Folge wieder. Ist doch fast normal, wenn wir zusammen eine Folge aufmachen. Ja, das stimmt. So, weil das wird jetzt noch dauern, bis das mal hochgewachsen ist. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen Seetang geholt. Ja. Dass wir das schnell auffüllen können. Warte, ich muss halt mal eben, ich hole mir mal eben ein Mäuerchen. Weil ich brauche da auch noch ein Mäuerchen, weil das sieht uns doof aus. Ja, ist auch kein Problem. So. Wie funktioniert eigentlich dieses Kartending da? Der Kartentisch? Ja. Da kannst du, wenn du eine Karte gecraftet hast, kannst du die dann an diesem Kartentisch irgendwie vergrößern oder verkleinern mit mehr Papier, mit weniger Papier. Du kannst da auch irgendwie kopieren, also Karten kopieren und solche Sachen. Frag mich jetzt bitte nicht, wie genau man das jetzt noch weitermacht. Ich habe das nur so am Rande mal mitbekommen, könnte man sagen. Ist eigentlich nur interessant, wenn du, sag mal, in einer ganz normalen Survival-Welt arbeitest. Weil dann kannst du von der Umgebung eine Karte machen und diese kannst du als Orient... Vergrößern, verkleinern. Ja, die kannst du vergrößern und dann hast du mehr Gebiet und dann kannst du ungefähr sehen, wo du langläufst. Magst du es in die Aufnahme mit reinpacken, wie ich den Kelp größer mache? Ich bin die ganze Zeit schon am Aufnehmen, also ich werde das wahrscheinlich so ein bisschen rauscutten. Okay. Weil, guck mal, dann machen wir das so. Jo, ah, der rutscht da runter. Hast du das gesehen? Vor dem Schild. Da einer runtergegangen. Konnte ich nicht sehen, weil ich mit dem Bobbes in diese Richtung guck. Guck mal da hinten in der Ecke, dreh dich doch mal um! Himmel, Herrgott. Der ist nämlich von da oben runtergerutscht. Und dann ist der hier gelandet. Ja, weil da noch Wasser nach unten fließt. Deswegen mache ich doch das hier mit dem Seetang. Hm. So. So, und jetzt dürfte da überhaupt nichts mehr passieren mit runterfließen oder so. Aber es landet nicht hier. Ja, ich habe auch gerade einiges eingesammelt. Ach du Profi. So, machen wir mal den Test. So, es geht zuerst nach unten. Und jetzt steigt es langsam hoch. Genau. Vom Wasser erfasst und schießt drüber hinweg. Okay, wir müssen diesen einen Stein hier, müssen wir wohl noch ein bisschen tiefer setzen. Oder erweitern. Dass da noch mehr dran kommt. Deswegen, ja, das dürfte jetzt, glaube ich, auf jeden Fall reichen. Ich gehe auf Nummer sicher. Jo, genau.
So, jetzt nochmal Probe auf Ich frage mich gerade, warum dieser eine Seetang hier nicht mehr hochgeht. Welcher eine? Ja. Bei ja. Platz Nummer 3. Warum hat er. Du hast keinen Bock. Verstehe ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, ich weiß warum. Warum? Wenn die Kolben nach vorne gehen, dann entsteht so gesehen Luft und wenn die sich zurückziehen, dann kommt fließendes Wasser von oben. Das heißt, wenn wir das Glas theoretisch eins weiter nach vorne setzen, dass wir da, wo jetzt das Glas ist, nochmal Wasser hinmachen, dann füllt es sich auf und geht dann auch noch hoch. Okay. Aber das... jetzt müssten wir theoretisch warten, bis hier der Seetang gewachsen ist. Dann ist hier wieder ein voller Block und dann wird's mitgenommen. Ja, ist nicht schlimm, lass das so. Ich habe jetzt keine Lust nochmal alles. Ja, ja, okay. Der kann den ruhig mit hochnehmen. Ist ja jetzt, sag mal, keine Notwendigkeit, dass ich das unbedingt brauche. Ich will nur wissen, ob das da mit dem Wasserfluss dann läuft. Ja, also das läuft jetzt. Ja, halt dann nur noch der Seetang wachsen. Ah, ich glaube, wir haben ja das Licht vergessen, den Glowstone wieder einzubauen. Oh, den Glowstone habe ich. Ja. Oder wir machen den Glowstone hier, dass wir hier ein Mäuerchen rausnehmen und da den Glowstone reinsetzen, oder findest du das nicht so toll? Ich weiß ja also nicht, ob das überhaupt eine Wirkung. Ob das eine Wirkung hat. Wenn das eine Wirkung hat. Ja, ja, doch schon, weil Seetang braucht Licht zum Wachsen und nachts ist ja hier zu wenig Licht. Deswegen, also Licht ist eigentlich immer gut. So? Weil ein so ein Glowstone hat ja eine Leuchtkraft von 15, wie eine normale Fackel. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Geht ja dann auch bis zu den anderen rüber. So. Also du meinst, der Wasserstrom hilft jetzt und das schießt nicht neben den... Nee, du hast ja die Steine bis nach unten gebaut. Jetzt wird das auf jeden Fall klappen. Oder wir machen jetzt einfach nochmal den funktionalen Test, ja. Indem ich mich hochbaue und nochmal... Seetang reinwerfe, das ist ja kein Problem. So. So, und dann werfe ich mal rein. Ein paar Sachen werden sicherlich irgendwie unten hängen bleiben. Aber es werden... Da? Ja, okay, wenn die da eins zu weit runterkommen, das ist das, was ich vorhin meinte mit Kolben und fließendes Wasser und so weiter. Da muss zuerst da geht Seetang hoch. Ganz rechts. Sag Bescheid, wenn er rausgeht. Ist schon durch. Ja. Und er landet. Ja. Perfekt. Also da kommen sogar alle. Es funktioniert. Juhu, wir haben es geschafft. Genau. Ja, hier auf Position 2 ist jetzt auch ein Seetang hochgewachsen. Und ich glaube, der hat jetzt alles aufgefüllt mit Wasser. Ja, dann ist das doch gut. Sobald einer wächst, wird alles aufgefüllt und dann wird alles hochgesogen. Perfekt, dann haben wir's. Genau. Und ich habe meine eigene Campfarm. Und wir können's dann hinterher brennen. Ja, dann hätten wir, das können wir jetzt endlich auch von der Liste streichen. Genau, und du kannst dir ja noch überlegen, ob du da irgendwie ein Dach drüber machst. Ach ja, so genau, das, Verschönerung. Das wollte ich doch eigentlich machen, deswegen hatte ich ja eigentlich gewartet. Ach so, okay. Das war eigentlich Sinn und Zweck, so. Nein, das ist Spitzhacke, so. So. Ah, jetzt wächst der Kelp auch schön. An Position 4 ist er auch schon eins höher. Das ist fast wie Pferderennen, bloß in Schneckentempo. Ja, manchmal wächst der dreimal so schnell. Also im See war der so schnell am Wachsen, habe ich gedacht, boah, alter Schwede. Mm. Oh, Position 4, schon eins weiter. Das ist doch gut. Ja, dann würde ich sagen, damit es nicht noch weiter in die Überlänge geht, herzlichen Dank mal wieder. Du hast mir mal wieder den Arsch gerettet, wie immer. Sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, wenn ich das öfter nochmal mit dir mache, ich glaube, irgendwann habe ich den Dreh raus, ne? Ja, du, ist kein Problem. Anders geht doch eigentlich eine Bambus und eine andere Farm auch nicht, oder? Genau, Zuckerrohr und Bambus funktioniert mit genau dem gleichen Prinzip, bloß halt ohne Wasser.
Ja, siehst du, dann... Ja, doch, dann was? Machst du den Wasserstrom da, wo jetzt das Glas ist, damit es wegtransportiert wird. Ja, ich glaube... Der einzige Nachteil bei Bambus und Zuckerrohr ist, es bleibt manchmal auf den Pflanzen was liegen, aber ja, ist halt so. Wurscht. Ja, das merke ich ja, wenn ich es abbaue. Genau. Nur da habe ich noch keinen Platz für. Ja. Aber egal. Das werde ich mal versuchen, selber zu bauen. Mal gucken. Ich habe es ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Vielleicht kriege ich... Du musst es nur 1:1 umsetzen. Ja, das wird ja wohl das geringere Problem sein. Genau. Ja gut, dann sage ich nochmal danke. Ne? Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, beziehungsweise beenden die Folge. Wie gesagt, könnt immer Abos da lassen, der ist kostenlos für euch. Bei dem da komischen Kauz da auch. Weil, wie ihr seht, der hat schon so einiges drauf. 13 Kinder-Dinge-Kiste baut der auch solche komischen Sachen. Ja, ja, ja. Da sind wir jetzt auch schon bei um die 100 Folgen. Ja, ich weiß. Bin ich ja mal gespannt, was du da machst. Nicht verraten. Ich bin still. Weißt du mich von nichts? Ne? Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Skybolt, wir bauen weiter hier. Und das doch. Oh Gott. Na gut, wir sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.